Hallo, liebe Kinder. Wir wollen euch heute mit einem Zauberstab, den unsere Hexe ja immer dabei hat, ein Bastelangebot zeigen. Dazu lasst ihr euch von der Mama oder vom Papa helfen. Ihr malt auf einem Blatt einen x-beliebigen Zauberstab, auf den ihr gerne wollt. Und dann haben wir Materialien, die eigentlich jeder zu Hause hat. Die Ramona und ich, wir haben jetzt einen Korken. Genau. Wir haben eine Gabel, die habt ihr auch zu Hause. Und dann einfach noch einen Tupfer. Der kann auch gerne anders ausschauen als ein Schwamm zum Beispiel. Ja, genau. Das wäre das Gleiche. Und dann am Schluss wollen wir es noch mit unserem Finger. Genau. So. Also wir fangen jetzt mal mit dem Korken an. Genau. Ihr nehmt euch noch ein bisschen Farbe dazu, eure Lieblingsfarben. Taucht den Korken ein. Und dann tupft ihr in den aufgemalten Zauberstab. Jetzt hier machen wir es mit dem Korken. Bunte Tupfen drauf. Genau. So. Dann wechseln wir mal zu unserer Gabel. Ich entscheide mich jetzt für die blaue Farbe. Die Ramona nimmt die grüne. Und jetzt tupfen wir wieder mit unserer Gabel. Beliebig ein Muster drauf. So, dann wechseln wir zu unserem Schwamm. Den tauchen wir wieder in die Farbe. Genau, und dann auch mal wieder reindrücken. Genau, oh, das wird aber schön. So. Und zum Schluss nehmen wir unseren Zeigefinger, tupfen den auch in die Farbe und drücken ihn auf unser Papier in unseren Zauberstab. So, jawohl. Dann wünschen wir euch viel Spaß beim Nachmachen, genau, und hoffen, dass wir uns bald wieder hier in der Krippe sehen. Tschüss! Tschüss.